In der Ausstellung Monets Garten in Hamburg können Besucherinnen und Besucher die Werke von Claude Monet neu erleben. Anstelle von Gemälden des französischen Impressionisten werden multimediale Inszenierungen gezeigt, mit Lichtinstallationen, Musik und Gerüchen. Die Ausstellung ist noch bis Januar zu sehen. Eintauchen in ein Meer voller Blumen. Und in fast jedem Raum warten Monets Seerosendekorationen. Es ist ein unterhaltsamer Spaziergang quer durch das Werk des berühmten Impressionisten. Selbst die Düfte aus Monets Garten wurden in dieser Erlebnisshow künstlich nachempfunden. Eine Ausstellung ganz ohne Originalbilder, projiziert aus 50 lichtstarken Digitalprojektoren. Was wir versuchen, ist, dass wir den Leuten vermitteln, was macht Monet besonders, warum war er so ein Revolutionär. Wir wollen ihn aber gleichzeitig nicht endlose Vorträge halten, denn das können sie woanders auch haben. Wir wollen Leute an die Hand nehmen und ihnen was erklären und intuitiv spüren lassen. Zum Fühlen und Spüren in der neuartigen Kunstschau, die auch Monets berühmten Blumengarten nachgebaut hat, gehört auch viel Interaktion. Wer sich hier umarmt, setzt die Farbpalette des Künstlers spielerisch in Gang. Und wer sich schwungvoll bewegt, wird selbst zum Maler. Immer wieder geht es den Produzenten aber auch um Lerneffekte. Eine Lupe verdeutlicht Monets typischen Pinselstrich. Und musikalisch wird inszeniert, wie Monet beim Malen technisch wohl vorging, indem er die Farben nicht auf der Palette gemischt hat und dann aufgetragen hat, sondern die Farben nebeneinander auf das Bild gesetzt hat. Und die Formen und die Mischung der Farben passiert tatsächlich erst bei uns im Auge. Ein Rundum-Erleben statt nur Werke betrachten ist das Motto,